Durchschnitt 53%. Ist natürlich sehr gut. Doch auch beim Dreier haben sie ihre Quote nun etwas hinaufgeschraubt. 33%. Die Gäste treffen nur 41% aus dem Zweier und 23% aus dem Dreierbereich. Auch bei den Assists sieht es bei den Flyern um einiges besser aus. 8:1. Die Defense der Bulls fabriziert hingegen mehrere Steals. 6:3 aus Sicht der Bulls. Und hier sehen wir nochmal Poljak, ganz, ganz starkes Spiel. Doch auch Kalsin mit 13 Punkten, die meisten davon jetzt hier im dritten Viertel. Bei den Rebounds sehen wir Williams, der Guard der Bulls, mit 7 Game Leader. Doch auf der anderen Seite Poljak und Bidra mit je 6, ebenfalls starke Arbeit an den Brettern. Und hier sehen wir, hier ist Tepic und Isbecerian jeweils mit 2 Vorlagen. Bei den Bulls hat bisher nur Okoro einen Assist geschrieben bekommen. Wir gehen ins letzte Viertel. 14 Punkte die Führung der Hausherren in Wels. Und es wird weiterhin aggressive Defense gespielt. Williams wird hier bewacht von Isbecerian. Doch sogleich das erste Foul. Isbecerian mit seinem ersten persönlichen Foul. Da müssen die Flyers aufpassen. Sie hatten bis jetzt in beinahe jedem Viertel recht schnell Teamfouls. Die Bulls konnten ihre Freiwürfe allerdings nicht hochprozentig genug verwandeln, um diese Teamfouls dann auch zu einfachen Punkten umzuwandeln. Baumann versucht mit der Attacke. Der Ball rollt allerdings ins Aus. Letzte Berührung der Flyers. Die Bulls bleiben also im Ballbesitz noch knapp 9 Sekunden auf der Wurfuhr. Stark verteidigt der Welser. Bulls bleiben allerdings im Ballbesitz. Der Setup versucht mit dem Dreier, der gelingt allerdings nicht und wir haben ein weiteres Foul. Dieses Mal auf Seiten der Bulls, beide Teams nur mit einem Teamfoul. Das Foul auf Seiten der Bulls durch die Nummer 15, Stoker. Sein erstes Foul, Isbecerian nun wieder im Ballbesitz. Er gibt weiter auf Allen. Und findet Allen ein weiteres Mal. Der ist ganz frei und da ist der Dreipunkter. Allen jetzt auch zweistellig im Scoren. 10 Punkte auf seinem Konto. Schönes Two-Man-Game mit Isbecerian. Der erste Pass nicht frei genug. Der Ball geht zurück zum Point Guard und dann Allen mit dem freien Dreier. Auch hier ein sehr starker Pass unter den Korb. Baumann legt den Ball ab auf Tristic und der wird gefoult. Poljak entschuldigt sich noch einmal. Chris von Findl kommt zurück ins Spiel. An der Linie die Nummer 22 der Bulls, Tristic. Er verwandelt die Freiwürfe. Bisher 2 von 4 von der Linie. 8 Punkte auf seinem Konto. Doch der zweite kann nicht verwandelt werden. Ferguson hat den Rebound schon fast in der Hand, verliert ihn dann aber nochmal out of bounds. Das ist natürlich ein Glück für die Bulls. Sie haben eine weitere Möglichkeit zu scoren und bekommen den Ball auch noch unterm Korb serviert. Sie versuchen es mit dem gleichen Play wie vorher. Stark gemacht, allerdings auch gut verteidigt von den Flyers. Und nun sehen wir Schrittfehler.
von Küstlitsch, der sich versucht, unterm Korb durchzusetzen. Starke Defense unter den Brettern von Poljak und Ferguson, die sich nicht hinreißen lassen zu faulen, sondern die Arme oben behalten und Küstlitsch somit zu einem Schritt wieder zwingen. Flyers wieder mit dem Ball. Allen übernimmt den Ballvortrag. Koka nun mit aggressiverer Defense übers ganze Feld. Er wurde eingewechselt, um Allen zu bewachen. Macht das ganz gut. Doch gerade am offensiven Brett ist natürlich Chris Ferguson schwer zu stoppen. Er holt sich den Rebound und legt ihn rein. 6 Punkte auf seinem Konto. Das war auch der 6. Rebound von ihm. Der Coach der Bulls entscheidet sich zu einer weiteren Auszeit. 18 Punkte schon der Vorsprung der Hausherren. 66-48. Die Bulls scheinen hier einfach nicht und nicht zu scoren zu kommen. Das mag auch daran liegen, dass Ali So, ihr Topscorer, heute nicht einsatzbereit ist. Sie scheinen keine Möglichkeit zu finden, mit anderen Spielern den Korb effektiv zu attackieren. Die Flyers aber auch mit ganz starker Defense immer wieder übers ganze Feld. Weiter geht's mit Einwurf Puls und schon wieder sehen wir diese aggressive Defense übers ganze Feld der Flyers. Die Bulls haben wirklich Probleme, den Ball zu ihrem Point Guard zu bekommen und gehen dann über die Mittellinie mit schon recht wenig Zeit auf der 24 Sekunden nur. Die Flyers allerdings mit einem weiteren Foul. Die Flyers nun wieder mit 4 Teamfouls. Das bedeutet, jedes weitere Fouls bringt den Bulls 2 Freiwürfe. Zurzeit sehen wir McCants an der Linie. Den ersten verwandelt er. Unterhält sich noch mit dem Schiedsrichter, bevor er den zweiten Freiwurf nimmt. Auch der zweite kann verwandelt werden. Er verkürzt 66-15, immer noch 16 Punkte. Noch 8 Minuten zu spielen. Koka jetzt wieder mit der starken Defense übers ganze Feld. Bekommt dann allerdings das Foul, da er sich durch den Screen von Ferguson zu aggressiv durchkämpfen will. Sein zweites persönliches Foul. Flyers bleiben im Ballbesitz. Wieder ist es Allen mit dem Ball. Starker Rebound der Flyers, allerdings nicht
gesichert. Der Ball geht ins Aus. Chris Ferguson kann den Ball nicht festhalten. Davor von Fintel. Dann starten in die Zone. Tippt den Ball zu Chris Ferguson. Der kann ihn allerdings nicht kontrollieren. So ist wieder im Ballbesitz. Sie versuchen es wieder über ihren Big Man. Und das scheint zu funktionieren. Der Ball zum großen Spieler, der an der Mittellinie wartet, und dann kann es schnell ins Vorfeld gehen. Poker versucht unterm Korb. Allerdings starke Defense der Flyers. Poker mit den Schrittfehlern. Poljak geht aus dem Ziel. Für Poljak. Kommt zurück in die Hydra. Ganz, ganz starker Screen hier unterm Korb. McHansen nimmt das Offensivfoul auf. Holt somit den Ball zurück. Hier hat er wirklich seinen Körper in den Weg gestellt. Wieder stark bewacht, gerade Williams mit 13 Punkten. Wird von Fintel über das ganze Feld verteidigt. Das sagen sie ihm auch. Er soll eher zurückziehen, holt sich allerdings den Ball. Von Fintel ist da. Stark bewacht. Williams mit dem soliden Move holt sich das Foul, geht an die Linie. Von Fintel natürlich nicht glücklich über diese Entscheidung der Schiedsrichter. Sein viertes Foul. Williams schlau gemacht. In von Fintel reingezogen. Den Körperkontakt aufgenommen. Dann mit einer kurzen Kopftäuschung dem Schiedsrichter auch gezeigt: Hey, hier ist Kontakt. Hier will ich ein Foul. Und der Schiedsrichter gesteht es ihm zu. Den ersten Freiwurf hat er auch schon verwandelt. Williams mit einer starken Partie von der Freiwurflinie, 100% Trefferquote bisher, alle 5 seiner Freiwürfe verwandelt. Und auch der 6. wird gemacht. Noch 14 Punkte der Rückstand der Bulls. Jetzt auch mit starker Defense von Williams. Die Bulls scheinen sich hier nochmal aufzubäumen. Allen allerdings mit einem freien Wurf, er kann ihn nicht verwandeln. Rebound Williams, sein 8. Rebound der Partie. Und dann geht er vorbei, täuscht den Wurf an und dann schön gemacht, unter den Korb gespielt. Foul wird angezeigt. Das Foul von Hydra, sein 2. Foul im Wurf. Zu einem Wechsel noch vor den Freiwürfen. McCants verlässt das Spielfeld. Kusic an der Linie. Doch auch der fällt nicht. Der Routinier kann an der Linie einfach nicht und nicht abschließen. 33% in diesem Spiel getroffen, nur 2 von 6. Das reicht natürlich nicht, das muss besser gehen, gerade wenn sie diesen Zustand noch einmal aufholen wollen. Der 2. sitzt allerdings, 66 zu 53, noch 13 Punkte, trennt die Bulls von den Welsern. Allen im Ballbesitz und wir haben einen Foul auf Seiten von Kapfenberg. Ballbesitz.
Allen holt sich den Screen von Ferguson und versucht es dann mit dem Lobanspiel. Ferguson kann den Ball zwar nicht Richtung Korb befördern, bringt ihn allerdings unter Kontrolle und dann spielt er raus auf von Bindel und der schließt ab von der 3-Punkte-Linie. Sehr schön gemacht von Chris Ferguson und von Bindel dann mit dem sicheren 3-Punkter. Doch dann ist es Williams auf der anderen Seite. Starke Arbeit, vor allem auch am Rest, also bei den Abprallern. Neunmal hat er den schon eingesammelt. Eventuell sehen wir heute von ihm ein Spiel mit zweistelligen Kategorien. In zwei Statistiken, bei den Punkten hat er schon 21, bei den Rebounds zurzeit 9. Weiter geht's mit Ballbesitz Flyers. Wollen sich die Shooter jetzt natürlich nicht mehr vom Brot nehmen lassen. Versuchen die Führung jetzt noch über die Zeit zu bringen. 5 Minuten 40 sind noch zu spielen. Die Bulls nun aber wieder mit recht aggressiver Defense im Halbfeld. Von Fintel versucht es mit dem Drive. Starke Defense der Bulls. Der Dreier findet nicht sein Ziel und dann holen sie sich den Rebound. Werden sie es jetzt schaffen, die Führung auf einstellig umzustellen? Und Fintel bewacht Williams. Bei den Bulls versuchen sie es nun unterm Korb und werden gefoult. Chris Ferguson mit dem persönlichen Foul an die Linie. Auf Seite der Bulls geht Kristic. Ferguson mit seinem dritten persönlichen Foul. Er hat also noch eines sozusagen offen, bevor er dann mit dem fünften vom Spielfeld müsste. Doch Kristic kann auch diesmal nicht von der Freiwurflinie antreiben. Gerade jetzt sind sie natürlich umso wichtiger, um den Lauf der Bulls am Laufen zu halten. Der zweite sitzt, 9 Punkte noch die Führung der Flyers. Allen wird wieder übers ganze Feld verteidigt. Zapf lässt ihn nicht aus den Augen, Williams. Switcht auf ihn, schön gemacht. Doch leider nicht bis zum Erfolg durchgehalten. Williams holt sich den Ball. Doch der Dreipunkter kann nicht verwandelt werden und wir sehen einen Foul. Das Foul auf Seiten der Bulls durch die Nummer 22. Kristic sein zweites Foul. Die Hausherren somit im Ballbesitz.
zum Ballvortrag. Er wird kühl aufgenommen von Zapf. Von Fintel täuscht einen Screen an. Er rennt dann allerdings in die Ecke. Zapf bewacht Allen. Jetzt der Screen von Ferguson. Allen kann ihn allerdings nicht ausnutzen. Doch dann geht er vorbei, kann den Layup aber nicht finishen und Williams jetzt wieder mit dem Ball im Fastbreak. Er wird gefoult und werden die Schiedsrichter dieses End-One zählen lassen? Ich denke ja, das heißt 2 Punkte für Williams plus das Foul. Williams mit einem Bonus-Freiwurf und von Fintel muss vom Platz, das war sein 5. Foul. Das bedeutet, Williams nun mit einem Bonusfreiwurf und er ist außerdem noch seinen Bewacher losgeworden von Fintel, der ihn stark verteidigt hat. Allerdings etwas zu oft mit einem Foul gestoppt. Williams an der Linie verwandelt auch den Bonusfreiwurf. Sehr starkes Spiel, noch 5 Punkte, die Führung der Flyers. Und sie bringen Poljak zurück ins Spiel. Chris Ferguson nimmt auf der Bank Platz und jetzt verteidigen die Bulls über das ganze Feld. Sie kriegen hier ein Comeback. Foul wird entschieden unterm Korb. Das Foul geht gegen die Nummer 7 der Bulls. Und da beide Teams sich mittlerweile schon im Teamballbereich befinden, gibt es 2 Freiwürfe. Für die Flyers an der Linie steht Allen. 10 Punkte zurzeit auf seinem Konto. Doch er kann nicht erhöhen, immer noch 69 zu 63. Allen heute einen von 3 Freiwürfen verwandelt. Wir werden sehen, ob er den 4. verwandeln kann. Und der sitzt. 7 Punkte. Der Vorsprung der Hausherren in Wels. Doch sehr schöner Spielzug. Und da ist der Dreier durch die Nummer 7. Zapf. Er verkürzt 70 zu 66. Ganz, ganz stark. 50% seiner Würfe sind verwandelt von der 3-Punkte-Linie. Die Flyers versuchen es wieder mit Allen. Er bringt den Wurf los, allerdings, der rollt raus. Rebound bei den Flyers und dann sind sie nur mehr mit einem Foul zu stoppen. Das Foul von McCants. Starke Arbeit am offensiven Brett von Kaisin. Er geht an die Linie, 2 Freiwürfe warten auf ihn. 13 Punkte sind bis jetzt auf seinem Konto, 2 Rebounds. Und der war natürlich ganz wichtig offensiv abgeräumt, nachdem Allen den Runner verlegt hat. Kaisin nun an der Linie. Und da ist er sicher, den verwandelt er. 71 zu 66, bis jetzt jeden Freiwurf im Spiel verwandelt. Auch der 2. sitzt. 6 Punkte die Führung der Flyers. Williams wieder im Ballbesitz. Jetzt wird er bewacht von Jakubowicz. Doch die Bulls versuchen, ihn mit Screens frei zu bekommen. Rodriguez mit dem Zug zum Korb kann nicht abschließen. Der Ball wird rausgezippt. Die Gäste bleiben im Ballbesitz. Und Williams mit dem Dreier und der sitzt. Das ist doch wirklich nicht zu glauben. Williams mit einem Wahnsinnsspiel. 27 Punkte auf seinem Konto. Nur noch 3 Punkte der Rückstand. Richtig, richtig stark, was er hier abliefert. Allen versucht den Zug zum Korb, nimmt den Ball auf. Aus der Mitteldistanz kann er nicht abschließen. Die Bulls im Ballbesitz, Williams mit der Chance auf den Ausgleich, er versucht's vom Dreier, der gelingt ihm allerdings nicht, der wäre jetzt wirklich richtig stark gewesen. Noch knapp 2,5 Minuten sind zu spielen, alles also noch offen für die Bulls. Die Flyers versuchen ihre Führung hier zu verteidigen, Poljak mit dem Dreier, kann nicht verwandeln, wieder Williams mit dem Ball.
Offensen nehmen das Tempo raus, versuchen hier eine geordnete Offense zu laufen, haben den Switch, den sie wollen. Williams wird von Ferguson verteidigt. Und schön gemacht, allerdings leider ohne Abschluss. Ferguson mit dem Ball kann ihn nicht gleich kontrollieren. Das wäre natürlich eine gute Möglichkeit gewesen, schnell zu scoren. Allen nimmt die Geschwindigkeit raus. Die Flyers haben hier keine Hektik und können nochmal antreiben. Sehr schöner Wurf aus der Mitteldistanz. Wieder ist es die Nummer 13, Kaisin, 17 Punkte auf seinem Konto. Und dann Ferguson mit der ganz, ganz starken Defense. Da ist kein Durchkommen. 5 Punkte die Führung der Flyers. Allen versucht hier wieder Zeit von der Uhr zu nehmen. 1,5 Minuten trennt die Flyers noch vom Sieg. Nun wird auf Foul entschieden. Beide Teams im Teamfoul-Bereich. Das bedeutet, sollte es sich um einen Foul der Bulls handeln. So schaut's aus. Gibt es 2 Freiwürfe für die Flyers an der Linie, die Nummer 13, Kaisin. Ja, nun mit der Möglichkeit, die Führung auf 6 bzw. 7 Punkte zu erhöhen. Und 6 haben wir schon mal. 18 Punkte auf seinem Konto. Starke Freiwurfquote. 5 von 5 verwandelt. Kaisin mit einem tollen Spiel. Und auch der nächste Freiwurf sitzt. Und dann hätte er sich fast noch den Stil geholt. Etwas unaufmerksame Arbeit der Bulls beim Einwurf. Die Flyers machen weiterhin Druck. Nun das ganze Spiel. Williams versucht sich den Ball zu sichern. Wird allerdings daran gehindert. Rodriguez holt sich den Ball. Jetzt müssen sie aber schnell über die Mittellinie. Das haben sie geschafft. Rodriguez zurück auf Williams und der holt sich den Screen. Doch dann gibt es ein Foul, das Foul auf Seiten der Flyers. Durch die Nummer 21, Jakubovic, nicht an Williams, sondern an McCanns. Er versucht sich über den Screen zu kämpfen und geht damit etwas zu viel Kraft zur Sache. McCanns an die Linie, 2 Freiwürfe für ihn. Die muss er jetzt natürlich verwandeln in den Kick-Tipp. Bisher nicht seine stärkste Freiwurfpartie. Beide Teams entscheiden sich noch einmal, frische Beine ins Spiel zu bringen. McCanns an der Linie, 2 wichtige Freiwürfe. Und der erste sitzt, 5 Punkte. Der Vorsprung der Flyers. McCanns kann nur einen von 2 Freiwürfen verwandeln, doch Williams hat die Hand am Ball und er wird von Allen rausgeschlagen. Das bedeutet, die Flyers tippen den Ball ins Aus. Die Schiedsrichter entscheiden sich allerdings, diese Szene noch einmal am Screen anzuschauen. Hier geht es wirklich darum, ob die Bulls den Ball noch einmal für eine Offense haben oder ob die Flyers aus Wales den Ball bekommen. Und sollten sie in der nächsten Offense scoren, dann könnten sie 8 bzw. sogar 9 Punkte in Führung sein. Das könnte eine Vorentscheidung sein, noch knapp eine Minute zu spielen. Also jetzt eine kritische Entscheidung der Schiedsrichter. Wir werden sehen, ob die Entscheidung aufrecht bleibt, dass die Bulls im Ballbesitz bleiben. Natürlich jetzt die Bulls leicht im Vorteil. Um die Entscheidung zu ändern, müssen sich die Schiedsrichter wirklich hundertprozentig sicher sein, dass es eine falsche Entscheidung war. Wenn sie sich nicht ganz sicher sind, dann gilt die Entscheidung, die als erstes getroffen wurde. Also wir werden sehen, was hier im Replay Center noch für Aufnahmen verfügbar sind, um den Schiedsrichter diese Entscheidung zu ermöglichen. Sie kommen zurück aufs Spielfeld. Und die Entscheidung bleibt stehen, die Bulls bleiben im Ballbesitz. Somit mit der Chance, die Führung noch einmal zu verkürzen.
Davor kommt nochmal Ferguson zurück in die Spiel der Flyers. Die braucht man natürlich gerade jetzt in der Defense unterm Tor gegen McCants, damit dieser keine einfachen Punkte für die Flyers, für die Bulls produzieren kann. Die Bulls versuchen es von der Dreierlinie, können allerdings nicht abschließen. Poljak mit dem starken Rebound. Der passt zu Allen. Der gibt weiter auf Jakubovic. Allen lässt wieder Zeit von der Uhr laufen. Dann der Pass zu Poljak. Die Flyers haben jetzt wirklich alle Zeit der Welt. Poljak mit dem Wurf in letzter Sekunde und der trifft. Der ist natürlich wichtig. 8 Punkte der Vorsprung der Flyers. Poljak mit dem Klatschschuss. Sehr schön gemacht. Der Kukovic gibt hier das Assist auf Poljak und der kann verwandeln. 25 Sekunden noch zu spielen, 8 Punkte die Führung der Flyers. Hier müsste der Coach der Bulls jetzt schon noch ein richtig, richtig starkes Play bzw. einige Plays für sein Team aufzeichnen, um diesen Rückstand noch aufholen zu können. Wir sind gespannt, wie die Teams aus dem Timeout kommen, ob sie es schaffen, hier noch einmal anzuknüpfen oder ob die Flyers wählen mit diesem Wurf von Poljak die Vorentscheidung und somit jetzt auch diesen Sieg mit in der Heimhalle feiern können. Bisher wirklich mit einer sehr starken Partie. 18 Punkte, 7 Rebounds auf seinem Konto. 19 Punkte sind es bei Kai 7. 10 bzw. 11 Punkte durch Allen. Auf der Seite der Bulls ist Williams der überragende Spieler mit einem Double-Double. 27 Punkte, 10 Rebounds auf seinem Konto. Und jetzt werden wir sehen, ob die Bulls nochmal antreiben können. Doch starke Defense. Chris Ferguson mit dem Block und dann die Defense der Flyers, allerdings wird auch Foul entschieden, das Foul gegen die Nummer 21, Jakubovic, sein drittes Foul. Die Bulls gehen somit an die Linie für 2 Freiwürfe. Beinahe außer Reichweite für die Kapfenberger. Die Aufstellung am Rebound wird noch einmal gecheckt, damit wirklich alle bereit sind, wenn der zweite Wurf geworfen wird. Jetzt an der Linie. Der erste sitzt. Da behält er die Nerven ganz stark. Hat nun auch seine Freiwurfquote gut in die Höhe geschraubt. 5 von 9. Doch der zweite kann nicht verwandelt werden. Allerdings offensiv Rebound und dann mit dem Dreierversuch Ferguson bzw. Rodriguez. Er kann allerdings nicht verwandeln. Der Ball geht jetzt aus. McCants wird aus dem Spiel genommen. Er scheint sich beim vorigen Rebound-Duell an der Hand verletzt zu haben. Neue Spieler im Spiel der Bulls. Williams versucht es noch einmal von draußen. Er kann nicht mehr verwandeln. Poljak holt sich den Rebound. Und das ist es gewesen. Die Flyers Wales holen sich den zweiten Sieg innerhalb von 3 Tagen gegen die Bulls aus Kapfenberg. Ganz, ganz stark erst im Cup und nun auch in der regulären Saison. 78 zu 71 aus Sicht der Hausherren in Wales. Da ist die
Vorfreude natürlich groß. Überragender Spieler in dieser Partie. Poljak mit 18 Punkten und 7 Rebounds bei den Welsern. Dazu kommen 19 Punkte von Kaisin und 11 Punkte von Allen. Yeah.